Ja, also ich wollte heute mal einen guten Seed, den ich nur empfehlen kann, zeigen für Minecraft. Also ihr geht jetzt auf Einzelspieler. Neue Welt erstellen. So, neue Welt, der Name. Keine Ahnung, bla bla, ist ja auch egal. Spielmodus überleben, Welttyp, Standard, Bonustruhe, an, Cheats erlauben, an, Bauwerke generieren, an, mache ich mal alles an. Und hier oben gebt ihr einfach alles klein, Double, Leertaste und dann so, Double Village und dann geht ihr auf Neue Welt erstellen. So. Ja, irgendwie dauert das gerade verdammt lange, aber unwichtig. Ja, okay. Oh, das kenne ich gar nicht, dass ich hier Wasser gespawnt werde. Mal schauen. Also ihr gebt für die Cheat-Leiste einfach T ein. Dann gebe ich jetzt hier mal Slash Game Mode. Moment. Leertaste 1 ein, dann bin ich im Creative und kann hier fliegen. Oh, guck mal, da ist die Bonustruhe. Ja, brauche ich alles nicht. Ich kann mir alles cheaten im Notfall. Aber ganz interessant, also hier ist erstmal sofort eine Village. Also so ein Dorf, ein PC-Dorf mit Karotten, Kartoffeln und was man nicht allem will, sogar einem Schmied. Der hat immer unterschiedlich viele Sachen und unterschiedlich gute Sachen. Ich kann euch das mal zeigen. Er geht hier hinten rein und dann ist hier hinten eine Truhe, wo zum Beispiel jetzt hier Eisen, Eisenbarren, Eisenschwert drin sind. Ach, auch Gold, meine ich. Eisenbarren und Eisenschwert. Und ihr könnt auch einfach weiterfliegen, denn hier hinten in der Wüste, irgendwie generiert sich die Welt gerade nicht. Der Map Generator ist heute mal wieder am Verkacken. Aber hier ist halt ein Desert-Tempel. Ja, das war's.